Zweitens ging es um Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Wir sind jetzt in einer völlig anderen Situation, als wir das sehr oft bei diesen Pressekonferenzen hier waren. Jetzt haben wir genug Impfstoff und wir müssen dafür werben, dass geimpft wird. Wir sind im europäischen Vergleich nicht mehr Spitze, sondern es gibt eine Reihe von Ländern, die besser und impffreudiger sind als Deutschland. Und wir haben am heutigen Tage 55,1% der Bevölkerung vollständig geimpft und 62,5% einmal. Wir haben eine ziemliche Spanne auch zwischen den Bundesländern, aber die Durchschnittswerte habe ich gesagt. Erfreulich ist das im Durchschnitt über 80% der über 60-Jährigen, die ja im Wesentlichen unter den Folgen dieser Corona-Pandemie sehr viel stärker zu leiden haben als Jüngere, geimpft sind. Das ist schon ein erheblicher Schutz und wir können davon ausgehen, dass auch, und das ist die gute Nachricht, bei der Delta-Mutation die Impfwirkung sehr, sehr positiv ist, insbesondere bezüglich schwerer Verläufe der Pandemie. Die nicht so gute Nachricht ist, dass das Impftempo doch erheblich nachgelassen hat. Und deshalb sind wir uns einig, dass jeder in seiner Verantwortung, Bund und Länder, aber auch kommunale Verantwortliche, wo immer es geht, für das Impfen werben. Wir wissen, dass Impfangebote sehr niederschwellig sein müssen, dass man zu den Menschen gehen muss. Und ich bitte auch von dieser Stelle heute noch einmal alle Freunde, Bekannten, Familienmitglieder, die vielleicht schon geimpft sind, in ihren Freundeskreisen und Familienkreisen, Sportvereinskreisen dafür zu werben, dass andere sich auch impfen lassen, weil es einfach ein Schutz für uns alle ist, nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für uns alle. Also wir tun etwas für uns, jeder für sich, aber wir tun eben auch etwas für diejenigen, die nicht geimpft werden können, seien es Kinder, die noch gar kein Impfangebot haben, seien es Menschen, die so vorerkrankt sind, dass sie nicht geimpft werden können. Und insofern ist es also auch ein Beitrag für die Gemeinschaft, den jeder Einzelne leisten kann. Wir haben trotz der Impffortschritte eine Steigerung des Infektionsgeschehens. Und natürlich hängt die Fallzahl der Infizierten sehr stark von der Impfquote ab. Das heißt, wir werden weniger Infektionen haben, wenn wir mehr Geimpfte haben. Und wir waren uns auch darüber einig, dass wir zur Beurteilung des Gesamtgeschehens auch andere Indikatoren brauchen. Ich will allerdings ausdrücklich sagen, die Inzidenz, das heißt die Zahl der Fälle pro 100.000 Einwohner, korreliert jetzt anders, ist also anders verbunden mit zum Beispiel der Zahl der Krankenhausaufenthalte durch die hohe Zahl der Geimpften. Also im Grunde, wenn man mal davon ausgeht, dass die Geimpften keinen schweren Verlauf mehr haben, zählt immer die Bevölkerungsmenge, die noch nicht geimpft ist. Aber die durchläuft die Pandemie natürlich genauso wie zu der Zeit, als alle noch nicht geimpft waren. Das heißt, ein Fünftel der über 80-Jährigen, die heute noch nicht geimpft sind, muss mit den gleichen Folgen rechnen. Aber es sind natürlich in der Gesamtheit sehr viel weniger Menschen. Und das hat natürlich eine positive Wirkung auf unser Gesundheitssystem. Wir wollen alle, dass wir mit niedrigschwelligen Maßnahmen den Anstieg der Infektionszahlen eindämmen können. Und weil aber die Pandemie weiter da ist, weil die Delta-Variante auch sehr aggressiv ist und sehr ansteckend ist, also nicht von der Wirkung der Erkrankung schwieriger, aber von der Schnelligkeit der Ansteckung, brauchen wir weiter Basisschutzmaßnahmen für die gesamte Bevölkerung, besonders in einer Zeit, wo eben gerade mal 55,1% vollständig geimpft sind. Und dazu bekennen wir uns, das heißt also, die AH-plus-L-Regeln sind weiter einzuhalten. Schutzmasken medizinischer Art im Einzelhandel, im öffentlichen Personenverkehr bleiben für die Bevölkerung verbindlich vorgeschrieben. Und wir werden natürlich, wie alle anderen Maßnahmen, diese auch alle 4 Wochen überprüfen. Wir wollen dann zur weiteren Vermeidung des Anstiegs die sogenannte 3G-Regel durchsetzen. Und zwar geimpft, genesen oder getestete Personen bei Veranstaltungen in Innenräumen. Weil wir wissen, dass hier das Infektionsgeschehen von besonderer Bedeutung ist. Das gilt für den Zugang zu Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe.
zur Innengastronomie, zur Teilnahme an Veranstaltungen und Festen, Informationskultur und Sportveranstaltungen in Innenräumen, für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen, Sport im Innenbereich und Beherbergung, Test bei Anreise und zweimal pro Woche während des Aufenthalts. Die Länder können Regelungen vorsehen, dass die 3G-Regel ganz oder teilweise ausgesetzt ist, solange die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis unter 35 Infektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Oder manche Länder haben das Indikatorensystem eines Landes ein vergleichbar niedrigeres Infektionsgeschehen widerspiegelt und dann damit ein Anstieg der Infektionszahlen durch die Aussetzung der Regelung nicht zu erwarten ist. Das heißt also, wir setzen jetzt voll bei steigenden Infektionszahlen auf diejenigen, die noch nicht geimpft sind, auf das Testen. Da wir im Grunde jetzt schon ein umfassendes Impfangebot jedem Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder jeder Bürgerin machen können, werden wir die kostenlosen Bürgertests für alle mit Wirkung vom 11. Oktober beenden. Das heißt, für alle diejenigen, die sich impfen lassen könnten. Das ist natürlich klar, wenn jemand schwerstbehindert ist, wenn jemand aus anderen Gründen nicht geimpft werden kann, dann werden wir das nicht tun. Und wir weisen darauf hin, dass Großveranstaltungen und Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, Feiern, Bars und Clubs, Veranstaltungen mit einem besonders hohen Risiko sind. Und hier können ergänzende Regelungen zur 3G-Regelung durch einschränkende Regelungen oder situationsbezogene Entscheidungen durch die Länder und Kommunen vorgenommen werden. Die Länder haben sich nochmal zu Sportgroßveranstaltungen verständigt. Das werden Herr Müller und Herr Söder gleich sagen. Wir haben den gemeinsamen Wunsch geäußert, dass die Überbrückungshilfen, oder wir haben zugesagt, dass die Überbrückungshilfen verlängert werden. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Tatsache, dass weitere Einschränkungen gerade auch bei Großveranstaltungen notwendig sind. Und die Länder bitten den Bund, auch den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld zu verlängern. Wir werden die Arbeitsschutzverordnung anpassen und verlängern. Das gilt insbesondere für die Pflicht zur Erstellung und Aktualisierung betrieblicher Hygienekonzepte sowie die Testangebotsverpflichtung. Und wir haben dann gesagt, dass wir natürlich weiter sehr stark berücksichtigen müssen, wie sich das weitere Infektionsgeschehen entwickelt. Hier sind die wichtigen Indikatoren die Inzidenz und die Impfquote natürlich, dann auch die Zahl der schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens. Sie alle müssen im Blick behalten werden, um das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Wir hoffen allerdings, dass sich die Impfquote noch mal deutlich steigert, vielleicht jetzt auch nach den Ferien. Und damit die Kontrolle natürlich automatisch viel einfacher wird, als wenn wir bei 55% Vollgeimpften stehen bleiben würden oder bei 62%. Es wäre schon sehr, sehr gut. Wir kämen deutlich über 70 bis 80, also deutlich über 70 und hin zu 80%, was aber im Augenblick noch nicht als gesichert angesehen werden kann. Wir haben dann abschließend geschlussfolgert aus dieser Situationsbeschreibung, dass wir die epidemische Lage von nationaler Tragweite verlängern müssen. Denn leider ist durch die Delta-Variante die Pandemie nicht vorbei und leider sind wir bei der Impfquote auch noch nicht da, wo wir hin müssen. Und deshalb werden auch beschränkende Maßnahmen in Zukunft notwendig sein. Alles in allem war es wichtig, dass wir uns heute auf diese nächsten Schritte verständigt haben. Und natürlich bleiben wir auch weiter im Kontakt, um das weitere Geschehen auch zu verfolgen. Herr Regierender Bürgermeister. Ja, ich will gleich zu Beginn betonen, dass ich es gut finde, dass wir uns heute getroffen haben und nicht erst Ende August, denn wir haben zwei wichtige Themen miteinander beraten, die dringlich sind und wo viele Menschen, glaube ich, auch darauf warten, dass wir uns positionieren und sie auch unterstützen. Und das wird natürlich ganz besonders deutlich beim ersten Punkt, den wir diskutiert haben, der Fluthilfe. Es sind ja wirklich tragische Bilder, die man dort sieht und bitter, wenn man sieht, wie viele Menschen von einer Minute auf die andere ihre Lebensgrundlage, ihr Zuhause verloren haben. Das ist unfassbar, dass so etwas geschehen kann. Und insofern war es wirklich
gut, das auch zu spüren, dass alle hier helfen wollen. Es sind natürlich vor allen Dingen auch diejenigen, die vor Ort sind, den Helferinnen und Helfern, die dort konkret unterstützen, kann man gar nicht genug danken. Man darf es ja nie vergessen, wir sind immer noch bundesweit ja auch in einer Ausnahmesituation, in einer Pandemie. Und jeder hat damit auch noch selbst zu kämpfen. Aber es ist großartig zu sehen, wie viel Hilfe es dann doch vor Ort für die Menschen gibt, die es eben noch dringender brauchen, diese Unterstützung. Und wir wollten das auch natürlich mit unserer politischen Beschlussfassung ausdrücken. Es ist so, wie die Bundeskanzlerin gesagt hat, auch als wir intern diskutiert haben, war das sehr, sehr schnell klar und völlig unstrittig, dass wir hier gemeinsam auch finanziell unterstützen werden. Und gemeinsam Bund und Länder wirklich auch große Summen zur Verfügung stellen. Ja, das ist eine Kraftanstrengung, auch für die Länder, nicht nur für den Bund ist es eine Kraftanstrengung, aber eine nötige und eine unstrittig geleistete Kraftanstrengung, die hier auch miteinander beschlossen wurde. Also insofern glaube ich, ein wichtiges Signal auch. Und ich will auch sagen, dass doch durch diese dramatischen Bilder auch allen nochmal ganz bewusst wurde, dass es auch jeden treffen kann. Wir sehen, welche Auswirkungen die Veränderungen, die Klimaveränderungen haben, wie Naturkatastrophen sich schnell wirklich in ein ungeahntes Ausmaß entwickeln können und dass das tatsächlich auch jeden treffen kann, sicherlich in unterschiedlicher Form, in unterschiedlicher Dynamik. Aber es ist klar, wir sind hier solidarisch und wir wollen unterstützen. Beim Thema Corona ist es so, dass wir ja wieder steigende Zahlen sehen, dass wir sehen, dass wir auch achtsam sein müssen, wie die Infektionen sich entwickeln und welche Infektionsdynamik es gibt. Das ist richtig. Wir sind in einer anderen Situation als vor einem Jahr. Wir haben andere Erkenntnisse, wir haben eine noch tiefere wissenschaftliche Begleitung. Wir haben andere Testkapazitäten, eine andere Testvielfalt und wir haben vor allen Dingen die Impfstoffe und auch den entsprechenden Impffortschritt. Und doch muss man ganz klar sagen, ist hier noch etwas zu tun und zwar jenseits von einschränkenden Maßnahmen auch. Wir haben einen guten Impffortschritt, aber die Gruppe der Ungeimpften ist zu groß. Da gibt es nichts drum herum zu reden. Und es ist schon bitter, das auch zu sehen, dass so viele immer noch Vorbehalte haben oder Angebote nicht annehmen. Wenn wir uns das nochmal überlegen, wie die Situation vor einem Jahr war oder Anfang, Ende 1919, Anfang 2020, wie wir ja händeringend darauf gewartet haben, dass wir endlich die Impfstoffe haben, dass wir die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, nutzen können für die Impfangebote. Dann kamen die Impfstoffe, viele Impfstoffe kamen. Wir konnten sehr schnell helfen. Wir konnten denen helfen, die besonders betroffen waren, besonders ja geschützt werden mussten. Die Älteren, die Jüngeren haben gewartet. Wir haben dann immer mehr Impfstoffe bekommen und konnten immer mehr Angebote machen. Und dass wir dann jetzt immer noch bei einer Impfquote von 60% sind, das ist gut. Aber das macht deutlich, dass wir auch gemeinsam noch viel zu tun haben an dieser Stelle. Und ich sehe auch, gerade in Berlin sehe ich das, wir können uns aus der Kombination von Testmöglichkeiten und Impfangeboten, können wir uns wieder viel zutrauen. Wir können ins Theater gehen, wir können ins Kino gehen, wir können zu Sportveranstaltungen gehen. Alles das, was wir über Monate vermisst haben. Aber wir müssen uns das doch erhalten. Und wir müssen es uns vor allen Dingen durch ein schnelleres Impfen erhalten, durch eine deutlich höhere Impfquote. Impfen, impfen, impfen ist nach wie vor das Gebot der Stunde. Und wir sehen ja auch, wie die Impfung schützt. Wir sehen es bei den Ältesten, wie sie geschützt sind durch eine sehr hohe Impfquote. Und wir sehen eben leider auch bei den Jüngeren, wo wir noch eine relativ niedrige Impfquote haben, wie die Inzidenzen nach oben gehen. Ich sage das ohne Vorwurf. Denn wir wissen auch, die Jüngeren haben erst später ein entsprechendes Impfangebot bekommen. Viele Studierende zum Beispiel kommen jetzt auch erst wieder zurück in die Stadt, um sich auf das Wintersemester vorzubereiten. Aber wir haben in Berlin in der Gruppe der 15- bis 25-Jährigen eine Inzidenz, die um die 100 liegt. Dort, wo wir eben auch noch nicht einen entsprechenden Impffortschritt haben. Und insofern ist das auch von mir ein dringender Appell, die Angebote, die wir haben, bitte anzunehmen. Wir
wir haben die entsprechenden Möglichkeiten, wir haben die Möglichkeiten, nach denen sich andere Länder sehen, und wir sollten diese Möglichkeiten auch nutzen. Wir haben festgehalten heute in unserer Beschlussfassung, dass wir vor allen Dingen dort, wo natürlich das Infektionsgeschehen zu beobachten ist und wo es auch schnell bedrohlich werden kann, eben in den Innenräumen, anders als unter freiem Himmel, dass wir dort auch wieder verpflichtend für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind, entsprechende Testerfordernisse formulieren. Diese Tests stehen auch zur Verfügung. Sie stehen die nächsten 8 Wochen auch noch kostenlos zur Verfügung. Ab dem 11. Oktober werden sie kostenpflichtig. Ich will an dieser Stelle auch sagen, dass ich es richtig finde, dass wir diesen Schritt gehen. Ich weiß, dass es da auch Widerspruch gibt und dass einige auch sagen, das ist doch etwas, was dauerhaft kostenfrei angeboten werden muss. Ich sage an der Stelle aber auch, man kann all diese Erfordernisse testen, kostenpflichtige Tests umgehen. Durch eine Impfung kann man sie umgehen. Wer dieses Angebot nicht annimmt, kann nicht dauerhaft damit rechnen, dass die Solidargemeinschaft ihm das finanziert, dass er solche Angebote nicht annimmt. Und, das muss man immer wieder zu Ende denken, wenn er diese Angebote nicht annimmt, gefährdet er. Er gefährdet sich und nach wie vor auch andere. Wer also diesen Weg, warum auch immer, wählt, muss dann eben auch damit rechnen, dass er die entsprechenden Tests auch bezahlen muss. Also, ich glaube, dass das heute schon sehr wichtig war, noch einmal deutlich zu machen, dass wir dieses Infektionsgeschehen, das wir in unserem Land sehen, im Auge haben, dass wir darauf reagieren, dass wir darauf besonnen und angemessen reagieren mit entsprechenden Maßnahmen, um noch mehr Menschen einerseits zu schützen und andererseits aber auch entsprechende Impfangebote machen zu können. Bei den Sportveranstaltungen ist es so, die Bundeskanzlerin hat das gerade angesprochen, dass wir auch da sehen, dass wir uns etwas zutrauen können, dass wir Großveranstaltungen zulassen können, aber auch nicht in jeder Form, weil wir eben noch nicht komplett über den Berg sind, so schön auch die Fortschritte sind in der Pandemiebekämpfung. Wir haben einen Beschluss der Chefs der Staats- und Senatskanzleien aufgegriffen und haben nochmal jetzt auch als MPK festgehalten, dass Sportgroßveranstaltungen oberhalb einer absoluten Zahl von 5.000 Zuschauern eben zugelassen werden in einer Auslastung von maximal 50% in den Stadien, in den Arenen, aber eben auch mit einer gedeckelten, mit einer Höchstzuschauerzahl von 25.000. Das macht auch deutlich, ja, Großveranstaltungen sind möglich, aber mit Regeln, mit entsprechenden Abständen, die dann auch berücksichtigt werden können bei diesen Großveranstaltungen. Und wir wissen eben auch, dass jenseits der Veranstaltung selbst, vor und nach der Veranstaltung, wir eben auch, soweit es geht, vermeiden wollen und vermeiden können, dass es zu großen Ansammlungen kommt, wo auch wieder neue Gefährdungssituationen entstehen. Also unter dem Strich noch einmal, wie ich finde, eine sehr wichtige Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin, auch zum richtigen Zeitpunkt, denn wir können jetzt gemeinsam noch darauf reagieren, wie das Infektionsgeschehen ist. Wir können jetzt gemeinsam auch die Grundlagen dafür legen, dass wir auch im Herbst und im Winter gut durch diese Zeit kommen, dass wir mit einer noch höheren Impfquote noch mehr Menschen und uns selbst natürlich auch schützen, aber vor allen Dingen auch die zurückgewonnene Freiheit der letzten Monate, die wir uns wieder zurückerobern konnten durch besonderes Verhalten, dass wir die auch im Herbst und Winter absichern können. Herr Ministerpräsident Söder, bitte. Ja, Frau Bundeskanzlerin, Herr Müller, die vierte Welle schleicht sich richtig heran. Es ist ein bisschen eine trügerische Ruhe. Die Mehrzahl der Menschen denkt, dass die Inzidenzen eigentlich ganz niedrig sind. Es ist bei den meisten auch noch Sommerurlaub. Aber klar ist, diese vierte Welle kommt. Und zwar ganz sicher im Herbst. Wir sind gut beim Impfen, aber lange nicht so gut, wie es sein muss. Die bisherigen Impfquoten reichen einfach nicht aus, um sorglos zu sein. Wir bekommen die Gefahr einer Pandemie der Ungeimpften. Und da sind übrigens die Inzidenzen deutlich höher. Wenn man das einfach mal, die Bundeskanzlerin hat einfach rausrechnet, dann ist die Zahl derer, die ungeimpft sind, haben wir heute deutlich höhere Inzidenzen, als die Gesamtzahl das vermuten lässt. Wir kriegen immer mehr Fälle von Long-Covid, wir kriegen immer mehr Belastungen junger Menschen, die sich langfristig aufs Leben auswirken können. Und die Wahrheit ist, wenn nicht ausreichend geimpft wird, besteht immer die Gefahr von Mutationen.
weltweit, aber auch bei uns. So. Und um zu verhindern, dass wir nicht in eine Endlosschleife kommen, das ist ja das eigentlich, was alle so beschwert. Wir können mit zwei kleinen Peaks, die der Staat umsonst zur Verfügung stellt, oder die umsonst zur Verfügung gestellt wird, können wir aus dieser Endlosschleife rauskommen. Bislang gelingt es aber nicht. Und deswegen ist die Kernfrage, wie ehrlich wir uns dieser Situation stellen. Die heutige MPK war ein wichtiger Zwischenschritt, aber es war noch nicht der abschließende Entwurf. Ich glaube nicht, dass der Halbzeitwert unserer Beschlüsse den ganzen Winter überdauern wird. Da wird sich sicherlich noch eine Menge ergeben. Und das ist auch völlig unabhängig vom Wahlkampf, denn Corona interessiert sich nicht, was im Wahlkampf stattfindet und nicht. Deswegen muss man heute auch Beschlüsse fassen. Der wichtigste übrigens ist die gemeinsame Auffassung, dass sich die epidemiologische Lage verlängern muss. Denn ohne einen solchen Beschluss, manche fordern ja einen Freedom Day. Ein Freedom Day wird überhaupt nichts bringen, im Gegenteil, der führt zur Wehrlosigkeit. Der führt zur Wehrlosigkeit, wir hätten keine Chance mehr zu reagieren und zu steuern. Darum ist die Verlängerung dieser Lage zunächst mal ein entscheidendes Moment. Zweitens, wir sagen im Grunde genommen 3G, aber auch nicht endlos. 3G bedeutet ja geimpft, genesen und getestet. Wir wissen, dass sich die Impfzahlen verbessern müssen. Wir wollen keine Impfpflicht. Jeder entscheidet echt selbst, ob er sich impfen lassen will oder nicht. Aber jeder in einem freiheitlichen Staat trägt dafür auch die Verantwortung. Der, der sich impfen lässt, trägt die Verantwortung. Der sich aber nicht impfen lässt und auch bewusst Nein sagt dazu, trägt auch die Verantwortung. Was heißt das? Zum einen trägt er die Verantwortung, jetzt muss mehr getestet werden. Ich finde es richtig und das muss man sagen, geht auch auf Initiative der Bundeskanzlerin sehr stark zurück, da nochmal einen klaren Grenzwert zu definieren mit den 35, dass mehr getestet werden muss. Ja, für einige bedeutet es auch früher zu testen, als bisher die Werte waren, aber das ist notwendig, um eine dämpfende Wirkung zu haben. Also es wird mehr getestet. Es müssen sich wieder viele Landkreise und Kommunen und die Bürger, wenn sie den Zugang dazu haben wollen, wieder auf mehr Testen einstellen. Und das ist auch die Frage der Eigenverantwortung, man muss sich darauf einstellen, dass diese Tests auf Dauer eben nicht kostenlos sind. Ist es unfair oder gerecht? Es ist natürlich gerecht. Denn wenn man sich bewusst entscheidet, sich und anderen den Schutz noch zu überlegen oder zu distanzieren, dann kann nicht der Steuerzahler auf Dauer Unmengen Tests bezahlen. Das ist nicht fair. Also 3G bleibt, aber mit mehr Testen und auf Dauer nicht mit kostenlos Testen. Die Wahrheit ist aber auch, und es gilt insbesondere für den Herbst, wer keinen Lockdown will, und einen Lockdown wird es auch nicht mehr geben, Lockdown wird es so nicht mehr geben, auf keinen Fall für 2 Geimpfte. Warum? Weil es verfassungsrechtlich gar nicht vertretbar ist. Ist übrigens auch Beschlussfassung schon von Bund und Ländern, indem wir nämlich sagen, dass die zweimal geimpft sind, dass die ausgenommen sind von Kontaktbeschränkungen und ähnlichem mehr. Letztlich muss es klar sein, wenn wir Impfanreize setzen wollen, dann geht es nicht nur über die finanzielle Frage, sondern da geht es auch um die verfassungsrechtlich entscheidende Frage, wem werden Rechte vorenthalten und wer nicht. Es gab die letzten Tage auch so eine Debatte, müssen wir uns mehr um die kümmern, die nicht geimpft sind. Das ist der eine Aspekt, das verstehe ich und respektiere ich sehr. Aber wir müssen auch die Frage stellen, was ist mit denen, die schon zweifach geimpft sind und den maximalen Schutzauftrag für sich und für die Gesellschaft erfüllt haben. Die Verfassungsrechtler sagen eindeutig, es ist auf Dauer nicht möglich, ihnen die Rechte vorzuenthalten. Also müssen ihnen die Rechte zugestanden werden. Was bedeutet es? Es muss klar sein und es muss Stück für Stück jetzt überlegt werden, dass bei auch Höchstzahlen, die gemacht werden, auf Dauer, die Nichtanrechnung von Geimpften erfolgen kann, von Vollgeimpften. Wir werden auch nicht verbieten, übrigens, wir haben uns heute darüber ausgetauscht, wenn private Veranstalter sagen, bewusst entscheiden, Zugang bei mir nur über 2G, gibt es keine Handhabe des Staates, dies zu verbieten. Und ich bin relativ sicher, es wird irgendwann auch eine Debatte darüber geben, ob es die Zugänge zu bestimmten Bereichen nicht nur mit 3G gibt, sondern irgendwann 2G. Je länger und je länger es läuft und je geringer die Impfzahlen bleiben, umso näher rückt man daran an. Da muss sich jeder nochmal selber den Impuls setzen und überlegen, ob es nicht der richtige Weg ist, sich impfen zu lassen. Das Impfen ist wirklich eine der leichtesten Möglichkeiten für sich und andere, Freiheit und eine größere Form von Sorglosigkeit zurückzubekommen. Unser normales Leben kommt zurück durch das Impfen. Wer das Impfen ausschlägt, läuft Gefahr, dass er auf Dauer dieses ganze Hin und Her und dieses ganze Theater mit Testen, Masken und allem endlos haben wird. Also wer wirklich ein freiheitsliebender Mensch ist, dem nochmal die Empfehlung, sich das einfach mal zu überlegen. Und nach diesen Millionen Impfungen in Deutschland, das kann man nicht sagen, gibt es ausführliche Berichte über Nebenwirkungen, über Impfreize, die es gegeben hat.
und auch allergische Reaktionen, alles ist dokumentiert, das kann man einsehen. Die Relationen und die Sorgen, die dahinter stehen, sind viel geringer als die Möglichkeiten, die bestehen. Also, wir werden auf Dauer uns der Debatte über 2G sicherlich nicht verstellen können. Noch zwei Punkte. Das eine ist, wir haben nur am Rande über Schule gesprochen. Alle Bundesländer sind sich einig, dass ihre, Herr Müller, glaube ich, auch, haben wir auch alle nochmal dokumentiert, alle wollen Präsenzunterricht auf jeden Fall haben. Alle werden mit Masken, mit sehr viel Testen operieren. Der Schülerausweis wird im Grunde genommen auch übrigens ein Testzertifikat werden, weil nämlich mit dem Schülerausweis man de facto nachweist, dass man mehrfach geimpft ist, mehrfach getestet ist. Das führt dann auch dazu, dass man für alle anderen Zugänge damit automatisch die Möglichkeit hat. Und was ganz wichtig ist, es gilt nicht die gleichen Quarantäneregeln bei auch mittlerweile vielen geimpften Schülern. Wir setzen es überall fort. Alle Bundesländer bemühen sich, auch Angebote für das Impfen der Schüler zu machen. Beim Fußball, das sage ich jetzt nur für Bayern, wir werden jetzt nach den Erfahrungen, die wir während der EM getroffen haben, sind ja da das Land gewesen, das die Fußball-Europameisterschaft bei uns hatte, mit sehr guten Ergebnissen, das übertragen wir jetzt auch und deswegen kann man auch sagen, wir waren etwas zurückhaltend, Herr Müller, wir werden die Zahl auch der maximalen jetzt ausschöpfen auf Bundesebene, genauso machen wie alle anderen Bundesländer, das sind unsere Fußballvereine. Letzter Satz. Wir haben heute einiges beschlossen, aber ich glaube, das wird, wie gesagt, nicht das Letzte sein. Wir werden das Ganze wieder Vorlage bringen, weil wir der Debatte uns nicht entziehen können. Und ich hoffe sehr, dass wir jetzt gerade im September, ich weiß, es ist Wahlkampf und jeder versucht da seine speziellen nochmal Punkte zu machen, aber Corona erwartet von uns allen und erfordert von uns allen, noch einmal auch daran zu denken, nicht nur was bis zum 26. September wirkt, sondern den gesamten Herbst hinein. Wenn wir in dieser Zeit falsche Entscheidungen treffen und dann möglicherweise nach der Bundestagswahl nicht so handlungsfähig sind, wie wir uns das vorstellen können, dann holt uns das im Winter alles wieder ein. Drum, und das war auch der Ansatz, glaube ich, heute der Idee, warum es auch ein bisschen Debatte gegeben hat um Testpflichten, lieber vorher und lieber dämpfend und präventiv, als wieder hinter die Lage herlaufen und dann am Ende wieder einsammeln müssen mit großen Schäden für alle. Danke, wir kommen zu Ihren Fragen und ich bitte Sie mit Rücksicht auf Ihre Kollegen, die auch dran kommen wollen, bitte nur eine Frage stellen. Frau Dunz von RND macht den Anfang. Frau Bundeskanzlerin, wie schätzen Sie die Gefahr ein? Bis wann muss welche Impfquote bestehen, dass es nicht zu dieser Endlosschleife kommt, die Herr Söder angesprochen hat? Und Herr Söder, wie wollen Sie das Problem in Ihrer eigenen Regierung mit Ihrem Stellvertreter lösen? Der großer Impfskeptiker ist, wird dann für ihn vielleicht mal ein Lockdown für Ungeimpfte gelten? Naja, ich kann mich ja hier auch nur auf die Aussage der Fachleute beziehen, die das ja auch modellieren. Ideal und wichtig wäre eine Impfquote von 90% der über 60-Jährigen. Wir sind jetzt bei 80%, aber 90% wäre schon sehr, sehr wünschenswert. Und eine Impfquote von 80-85% der über 12-Jährigen, was dann praktisch eine Impfquote von 70-75% der Gesamtbevölkerung entspräche. Also wir brauchen hier noch deutlich eine Steigerung. Wir sind jetzt bei 62,5% Einmalimpfung. Daraus sieht man ja, wie viele Menschen bereit sind, sich zu impfen. Denn wer eine Erstimpfung gemacht hat, wird auch eine Zweitimpfung machen. Da ist es also eine Frage der Zeit. Aber selbst da guckt Herr Müller skeptisch. Aber die allermeisten, glaube ich, werden eine Zweitimpfung machen. Und deshalb wäre es also schon sehr erfreulich, wenn wir noch mal zwischen 15-20% dazu bekommen. Das ist das, woran wir arbeiten. Erforderlich, wir können ja immer wieder nur sagen, dass dann ein sehr viel besserer Schutz bestehen würde gegenüber der Erforderlichkeit, eben noch mehr Maßnahmen zu ergreifen. Das muss man ganz einfach sagen. Wir haben keine Impfpflicht, sondern wir können es jetzt nur immer wieder deutlich machen und gleichzeitig einfach auch jeden, der sich hat impfen lassen, und das sind ja immerhin schon 55,1% der Bevölkerung, bitten, am besten noch mal zu gucken, ob man noch jemanden werben kann, der es genauso macht. Zu der Frage, die Bayerische Staatsregierung arbeitet ja immer mit einheitlichen Beschlüssen. Es war bislang so, das wird auch so weitergehen. Und nach den leichten Irritationen der letzten Tage hat sich das aber wieder sehr beruhigt. Ich habe auch die Rückmeldung vor Ort der Landräte und auch des Koalitionspartners, ist alles, wir kriegen es gut hin.
Herr Fried, Süddeutsche Zeitung. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben darauf hingewiesen, dass die Inzidenzzahlen inzwischen anders korrelieren wegen der Zahlen der Geimpften. Jetzt gibt es ja schon eine längere Diskussion darüber, welche Werte da künftig gelten sollen. Offenbar hat es darüber heute keine Einigkeit gegeben. Herr Müller hat heute Morgen schon, ich glaube, im Morgenmagazin kritisiert, dass das Gesundheitsministerium da keinen konkreten Vorschlag vorgelegt hat. Wie soll das weitergehen? Wann wird es da neue Richtwerte und Orientierungswerte geben? Also ich glaube, wir haben ja uns auch in der Vergangenheit immer nach den Gegebenheiten gerichtet. Wir haben im Augenblick eine bundesweite Inzidenz von 23,5, glaube ich, am heutigen Tag. Und wir haben eine Impfquote, wie ich sie genannt habe. Wie das vielleicht in 4 oder 6 Wochen ist, gerade was die Impfquote anbelangt, kann ich nicht sagen. Das heißt, und in Abhängigkeit von der Impfquote können wir uns bestimmte Inzidenzen und abgeleitet davon wieder bestimmte Belastung des Gesundheitssystems müssen wir beobachten. Und ich halte es zum jetzigen Zeitpunkt für sehr schwierig, für was wäre bei welcher Impfquote dann welche Inzidenz und in der Folge wahrscheinlich welche Hospitalisierungsrate und Intensivrate. Wir müssen diese Faktoren uns alle anschauen. Und es hängt jetzt auch richtigerweise nicht mehr davon ab, wie ist die Gesamtinzidenz, sondern Herr Müller hat es gesagt, die Gesamtinzidenz bei den über 60-Jährigen ist im Augenblick noch sehr, sehr niedrig. Und wenn davon von dieser Gruppe 80% geimpft sind, dann muss man im Grunde die Inzidenz mal 5 nehmen, denn ein Fünftel ist nicht geimpft. Wenn aber die Inzidenz bei den 20- bis 29-Jährigen dramatisch steigt, dann werden auch die natürlich Krankenhausaufenthalte und Ähnliches haben. Das heißt also, ich habe sehr, sehr viele Variablen, die von der Impfquote abhängen. Und dazu heute jetzt eine Aussage zu machen, was machen wir denn? Da haben wir erstmal noch eine andere Diskussion. Wie gehen wir mit den Geimpften um? Und alles, was wir bisher gemacht haben, ob das Kontaktbeschränkungen bei der Bundesnotbremse waren, ob das Kontaktbeschränkungen bei Feiern waren, da sind die Geimpften immer ausgenommen worden. Und deshalb hängt es dann sehr, sehr davon ab, wie viel Nicht-Geimpfte wir haben, wenn wir uns wieder Maßnahmen überlegen. Und deshalb ist das heute der richtige Tag gewesen, erst einmal zu beschließen, dass wir mit den jetzigen Werten, mit 3G, also getestet, geimpft, genesen, versuchen, die Dynamik des Infektionsgeschehens zu verlangsamen und dann in der Zwischenzeit alle Maßnahmen und Möglichkeiten nutzen, noch mehr Menschen vom Impfen zu überzeugen. Und dann können wir die Diskussion und müssen wir sie vielleicht weiterführen. Darf ich einen kleinen Satz ergänzen? Das ist wirklich die kniffligste Frage von allen. Weil auf der einen Seite ist klar, ohne Inzidenz geht es nicht, weil die Inzidenz ist einfach die Zahl der Infektionen. Also das ist völlig klar, ohne die Inzidenz kann keiner damit operieren, weil wir müssen ja sehen, wie viele infizieren sich. Aber wie man das in die richtige Relation bringt und welche Folgen man dadurch ableitet, hat man heute in der MPK gesehen, waren alle willig, darüber zu diskutieren. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ein richtiges Konzept, wie man das macht und auch verständlich kommunikativ, ist noch nicht da. Deswegen ist jetzt, glaube ich, mal sinnvoll, dass die Diskussion wird weitergeführt in allen Fachgremien, weil natürlich spielt die Hospitalisierung eine Rolle. Wir können heute nicht 50 als gleicher Maßstab nehmen oder 100, deswegen gibt es auch keine Notbremse mehr ab 100. Also man kann ja sagen, es hat ja schon eine Auswirkung, weil man keine Notbremse macht. Wir haben heute auch noch mal festgehalten, bei einem exorbitant ansteigenden Verhalten oder bei bestimmten Veranstaltungen müssen Hygienekonzepte vorliegen, um kein Superspreader-Event daraus zu machen. Aber im Grunde genommen ist das eine knifflige Frage, wo es noch keine endgültige Antwort gibt. Und mein Eindruck ist, da diskutieren sowohl der Bund, also der Bundesgesundheitsminister, RKI und die Landesgesundheitsminister noch eifrig darum. Aber es ist noch keine, kann man jetzt wirklich sagen, keine Glücksformel gefunden, die das alles schon ins Lot bringt. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und darum, ja, alle sind eigentlich bereit, darüber zu reden, Bund, die Länder. Aber ganz ehrlich, so eine richtige Lösung hat man noch nicht. Und da muss man noch dran arbeiten. Und vielleicht geht es auch, vielleicht geht es aber auch nicht. Das muss man einfach sagen, so wie die Bundeskanzlerin darauf hingewiesen hat.
Wobei eine Grundlage, vielleicht kann man das ja auch sagen, das ist, was es in einigen Ländern ja gibt, diese Corona-Ampel, dieses Warnsystem, was sich ja schon aus mehreren Faktoren zusammensetzt. Also wir fangen da nicht bei Null an. Herr Söder hat recht, das ist nicht 1:1 übertragbar und ist noch nicht die Formel für alle und für alle Situationen, die wir berücksichtigen wollen. Aber das ist heute auch nochmal betont worden, dass das ja auch für die Gesundheitsminister in den weiteren Beratungen und dann für uns eine Grundlage sein kann, wie man mit mehreren Faktoren doch ein gutes Gefühl dafür bekommt, was entwickelt sich vor Ort. Wenn eine Inzidenz hochgeht, was hat es für Auswirkungen auf die Hospitalisierung? Dann wiederum auch bei den Schwersterkrankten in den Intensivstationen. Da gibt es ja inzwischen doch schon Erfahrungen und auch ein Gefühl dafür, was man berücksichtigen muss und Gewicht und wie man gewichten muss. Und das kann, wie gesagt, auch eine Grundlage für die weiteren Beratungen sein. Und dann, wenn ich das noch ergänzen darf, ist es natürlich so, wir sind runter gewesen bis auf, glaube ich, ungefähr 350 Intensivbetten. Und man sieht jetzt schon mit dem Anstieg der Inzidenz eine ganz leichte, aber wirklich ganz leichte Steigerung der Intensivbelegung. Wir haben ja inzwischen leider Erfahrungen, wo die Belastungsgrenzen unseres Gesundheitssystems liegen. Das haben wir ja erlebt mit 5.000 bis 6.000 Belegungen der Intensivbetten, waren wir ja an einem sehr, sehr, an einem Punkt, wo die Intensivmediziner ja deutlich gemacht haben, dass das jetzt so nicht weitergeht. Was wir aber diesmal verhindern wollen, und deshalb wäre die Impfquote so wichtig, dass wir wieder überhaupt an so einen Punkt kommen. Denn die Maßnahmen, die wir damals ergreifen wollen, die wollen wir ja nicht wieder ergreifen. Das heißt, wir müssen versuchen, mit leichten Maßnahmen zu reagieren, um so ganz dramatische Maßnahmen möglichst zu verhindern. Und deshalb heute diese Entscheidung, um die ich sehr froh bin, dass eben spätestens bei 35 Inzidenz dann in allen Innenveranstaltungen getestet wird und dann mal schauen, ob man damit das Infektionsgeschehen besser in den Griff bekommt. Das heißt aber auch, dass für alle Großveranstaltungen, Bars, Clubs und so weiter sicherlich noch weitere Maßnahmen durch die Länder, was ja auch der Fall ist, immer wieder ergriffen werden müssen. Frau Frühauf, ARD. Herr Söder, Sie sprachen von einem heutigen Zwischenergebnis. Wie genau sehen denn Ihrer Vorstellung nach aus dann die Maßnahmen konkrete Maßnahmen bei einem Endergebnis aus? Und Frau Merkel und Herr Müller, würden Sie das ähnlich bewerten, diese Einschätzung eines heutigen Zwischenergebnisses? Ja, aus meiner Sicht würde ich sagen, wir haben jetzt heute zusätzliche Maßnahmen ergriffen und das ist die Testpflicht für Innenräume ab Inzidenz 35. Und jetzt wissen wir ja noch nicht, wie sich das auswirkt auf die weitere Entwicklung. Wenn es sich gut auswirkt und gleichzeitig die Leute, die aus dem Urlaub kommen, sagen, jetzt lassen wir uns doch impfen, dann wird unser Problem deutlich kleiner sein, als wenn wir weiter eine Stagnation beim Impfen haben und die sonstigen Kontakte so relevant sind, dass sozusagen die Testpflicht in den Innenräumen nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Und ich finde, dass wir können einfach, weil wir diese Entwicklung nicht wissen, wir werben fürs Impfen, wir beschließen das Testen und müssen dann berücksichtigen, wie sich die weiteren Faktoren entwickeln. Und das ist die Inzidenz, aber immer auch, weil wir jetzt so eine hohe Impfquote haben, mit zum Beispiel Krankenhausbelegung, Belastung des Gesundheitssystems, Nachverfolgbarkeit der Infektion, was nach wie vor ein Punkt ist. Wir wissen immer, wenn das Infektionsgeschehen zu diffus war, wenn man da nicht mehr hinterherkam, dass das dann sehr schwierig war. So sehe ich das und deshalb wären wir nicht verantwortlich, wenn wir sagen würden, jetzt sind wir überzeugt, das wird keine weiteren Beratungen bedürfen. Aber es wäre jetzt auch aus meiner Sicht nicht gut, dass wir gar nicht mal abwarten, wie sich unsere Maßnahmen jetzt auswirken. Wir haben vorhin in der einen Frage schon gesehen, wie knifflig das ist, eigentlich eine wichtige Frage zu definieren. Wie gehen wir von der veränderten Situation Inzidenz, Impfen und Genesene beispielsweise um? Da stellen wir schon fest, dass wir da an die Grenzen stoßen. Deswegen gab es da auch eine muntere Diskussion, so kann man ja sagen und auch nachlesen. Das Zweite ist, ein bisschen sind wir im Wettlauf mit der Zeit. Also ja nicht so, dass Testen jetzt eine neue Idee wäre. Also wir testen seit einem Jahr wie die Weltmeister in Deutschland. Also was Testen betrifft, kann man uns keinen Vorwurf machen. Da wurde vielleicht manchmal zu früh oder zu spät bestellt. Aber Testen ist ja fester Bestandteil. Die Wahrheit ist, dass allein mit Schnelltests das Risiko nicht völlig ausgeschlossen werden kann, weil die Sicherheit dieser Tests nicht so hoch ist. Also Testen allein hilft nicht. Das Einzige, was nach menschlichem Ermessen derzeit hilft, ist Impfen. So.
Und deswegen sind wir dann natürlich in einem Wettlauf. Und das Dritte, worüber ich einfach sagen muss, das wäre nicht ehrlich, das zu sagen. Wir hören jetzt immer sehr viel Proteste von Ungeimpften. Wir leben in der politischen Debatte eine sehr lautstarke Argumentation, habe ich auch Respekt davor, zu sagen, man will sie nicht impfen lassen und zum Teil auch, was das Impfen betrifft und die Argumente, von verständlichen Argumenten bis hin zu sehr überraschenden Argumenten. Ich formuliere es jetzt mal ganz höflich, um da nichts auszulösen. Aber es gibt auch immer mehr Menschen, die noch still, aber immer lauter sagen, wieso, ich bin zweimal geimpft, ich möchte jetzt meine Rechte wieder haben. Und das wird relativ deutlich irgendwann auch verfassungsrechtlich ein Problem sein, weil Gerichtsentscheidungen kommen werden und sagen werden, Menschen, die zweimal geimpft sind, kann man nicht ihrer Rechte sozusagen berauben. Und deswegen glaube ich, müssen wir uns der Diskussion stellen. Da gibt es einige Minister, die sind dann noch zurückhaltend, einige wie Herr Tschentscher, den würde ich jetzt teilen, auch seine Auffassung, das wird uns noch beschäftigen und es wird uns auch noch beschäftigen, ich bin sicher, im September, spätestens dann danach. Und das meine ich, dem Thema wird man auch nicht ausweichen können. Ich finde es in Ordnung. Wir haben immer auf Sicht gefahren. Aber auf das Sichtfahren bedeutet auch, dass man manchmal dann halt korrigieren muss. Und ich glaube, dass der Hinweis auf viele Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, dass es irgendwann auch stärkere Frage der Unterscheidung geben kann bei den Rechten, ist einfach ehrlich. Und das muss man ehrlich auch diskutieren. Das ist der Punkt, den ich einfach aussprechen möchte, um nicht den Vorwurf zu haben, ihr habt dann irgendwann einmal nicht drüber geredet. Und das muss man einfach sagen. Ich kann mit der Formulierung Zwischenergebnis auch gut leben, weil es ja offensichtlich so ist, dass wir noch eine ganze Strecke zusammen gehen müssen, um dann die gewünschten Erfolge, die gewünschte Impfquote auch wirklich zu erreichen. Und wir haben das auch in den letzten anderthalb Jahren gelernt, dass auch immer wieder etwas passieren kann, dass wir uns mit neuen Virusvarianten auseinandersetzen müssen, dass die eine oder andere Situation im Zusammenleben dazu führt, dass es wieder neues Infektionsgeschehen gibt. Also insofern gehe ich auch davon aus, wir werden dranbleiben müssen an dem Thema. Nur, ich will es nochmal betonen, es gibt überhaupt keinen Grund, immer nur traurig in die Gegend zu gucken. Wir haben viel erreicht. Wir haben in den letzten anderthalb Jahren vielen Menschen das Leben gerettet. Durch unsere Maßnahmen, durch die Dinge, die von vielen Leuten solidarisch mitgetragen wurden, durch den Impffortschritt, durch die Hilfe in den Krankenhäusern. Wir haben sehr viel erreicht. Und jetzt müssen wir eben nicht, wie in vergangenen Monaten, nur über Absagen reden, dass Dinge nicht stattfinden können, Veranstaltungen, Konzerte nicht stattfinden können. Doch, sie können stattfinden. Das ist doch ein Riesenfortschritt, ein Riesenerfolg. Und es geht jetzt genau darum, sich das zu erhalten. Es geht genau darum, das nicht durch unbesonnenes Verhalten zu riskieren. Deswegen ist es nötig, was die Kanzlerin sagt, jetzt an dieser Stelle sich mit Maßnahmen, mit Dingen auseinanderzusetzen, die das absichern, was wir erreicht haben. Jenseits von Absagen und Einschränkungen. Niedrigschwellig ist das, was wir hier im Moment miteinander verabredet haben. Aber es kann ganz viel erreichen, wenn es von vielen Leuten mitgetragen wird. Und nochmal, auch wenn manche es nicht mehr hören können, doch, es geht um das Impfen. Es geht genau darum. Es geht genau darum, auch mit dem Impfen uns das, was wir erreicht haben, eben zu sichern für die kommenden Monate. Und ich finde, da kann man auch voller Zuversicht in die nächsten Monate gucken und kann darauf aufbauen, was wir in den vergangenen Monaten miteinander verabredet haben und solidarisch umgesetzt haben. Meine Damen und Herren, es gibt einen Folgetermin. Deswegen haben wir nur noch Zeit für eine wirklich kurze Frage und die kommt von Herrn Fischer von dpa. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin. Herr Söder hat es eben relativ klar gesagt, ein Lockdown wie im letzten Herbst oder Winter wird es nicht noch einmal geben. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet hat sich heute im Düsseldorfer Landtag ähnlich geäußert. Würden Sie sich dieser klaren Ansage anschließen? Würden Sie ausschließen, dass es Lockdown-Maßnahmen wie im letzten Herbst und Winter nicht mehr geben wird dieses Jahr? Ja, wir haben es ja eben schon mehrfach gesagt, allein durch die Frage, welche Rechtsbeschränkungen kann ich denn für Geimpfte machen? Und das kann ich nicht, das haben wir schon bisher nicht gemacht. Werden Einschränkungen deutlich anders aussehen, wenn bei den über 60-Jährigen 80% doppelt geimpft sind. Auch da muss ich wieder eine Einschränkung machen, solange wir keine Mutation haben, die den Impfeffekt völlig in Frage stellt. Nicht? Bis jetzt ist das ja eine sehr, sehr gute Nachricht. Aber solange der Impfstoff wirkt, können wir nicht einfach sagen, ein Geimpfter darf nicht sozusagen seine Rechte als Bürger ausüben. Und damit ist jede beschränkende Maßnahme deutlich anders strukturiert als
das bisher ist. Die Geimpften müssen sich jetzt ja auch nicht testen lassen. Das, so, und die Geimpften werden dann auch sicherlich anders behandelt als die Nicht-Geimpften, wenn man eine weitere Steigerung des Infektionsgeschehens hat. Aber wir werden nicht zulassen, dass das bleibt das Gleiche, dass unser Gesundheitssystem überlastet wird. Das können wir überhaupt nicht verantworten. Also zu glauben, wir können jetzt den Weg in die Herdenimmunität gehen und einfach mal jedem der Gefahr des Infiziertwerdens aussetzen, weil wir keinerlei Beschränkung wollen, das werden wir nicht tun können. Sondern wir werden dann immer wieder sagen, du hast die Chance, durchs Impfen rauszukommen. Und es gibt ja auch eine Diskussion, dass jeder dann damit leben muss, mit den Folgen, wenn er sich oder sie sich nicht impfen lässt. Okay, aber wir müssen auch an die denken, die dann in den Krankenhäusern die Arbeit tun. Und eine Überlastung des Gesundheitssystems muss ausgeschlossen werden. Aber die beschränkt sich dann eben im Wesentlichen, bis auf ganz, 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 ganz wenige Ausnahmen vielleicht, nach jetzigem Erkenntnisstand auf die Nicht-Geimpften. Vielen Dank.